ich gehe in Jena immer zu einem Liedermacher-Treff und da gibt es eine Liedermacherin, die heißt Annabelle. Und da kriegt man immer jede Woche Aufgaben. Man muss einen Song über ein bestimmtes Thema schreiben. Und Annabelle war so clever und hat uns beauftragt, einen Song über einen Teppich zu schreiben. Und so Liedermacher, die schreiben dann halt über türkische Gebetsteppiche. Und ach, fliegender Teppich war auch schon weg. Und das war mein Teppichlied. Die ganze Nacht lag ich hier wach, es fiel mir gar nichts sein. Ein Lied über einen Teppich, was an dem Teppich Besonderes sein. Annabelle sagt, ey David, du singst auch und machst Musik. Doch Annabelle über Teppiche zu singen, ist genauso schwer wie Politik. Ja, was soll man denn darüber sagen? Was soll man denn darüber singen? Ohne eingebildet oder einfach nur peinlich zu klingen. Was soll man denn darüber sagen? Was soll man denn darüber singen? Ohne eingebildet oder einfach nur peinlich zu klingen. Annabelle sagt, ey David, nur sei doch nicht so naiv. Wer über Teppiche singen kann, der ist kreativ. Kein Teppich, der kann schmutzig sein, genau wie meine Fantasie. Ein Teppich ist auch meistens treu, meine Freundin, die ist das nie. Ach, was soll man denn darüber sagen? Was soll man denn darüber singen? Ohne eingebildet, oder einfach nur peinlich zu klingen. Was soll man denn darüber sagen? Was soll man denn darüber singen? Ohne eingebildet, oder einfach nur peinlich zu klingen. Annabelle sagt, ey David, du hast das Thema verfehlt. Du solltest doch über einen Teppich singen, jetzt hast du wieder nur von dir erzählt. Ach, was soll man denn darüber sagen? Was soll man denn darüber singen? Ohne eingebildet, einfach nur peinlich zu klingen. Was soll ich denn darüber sagen? Was soll ich denn darüber singen? Ohne eingebildet, einfach nur peinlich zu klingen. Ach, Annabelle, hätte ich so einen Teppich, dann hätte ich doch längst ein Lied darüber gemacht.